Suntei sei ganz herzlich begrüßt, ja, zum neuen Engellicht-Orakel, ja, für diese kommende Woche, ja, in die erste Septemberwoche hinein. Schauen wir, was uns die geistige Welt, die Engel und Geistführer uns für Botschaften bringen. Und du kannst gerne wählen, hier aus einem der wundervollen Monoatomic Andaras, die du auch bei mir im Shop erwerben kannst, wie auch die Pendel, die Lichtkristalle. Es ist verlinkt unter dem Video, auch die Kartendecks, die ich verwende, wenn dich das interessiert. Und wähle gerne jetzt aus einem von diesen wundervollen Andaras deine Botschaft. Und ich ziehe uns auch noch zum Schluss für jede einzelne Botschaft hier aus dem kleinen Avalon-Deck noch eine Botschaft. Und ich arbeite heute auch wieder für jede Botschaft individuell, dann auch mit meinem neuen Lichtelfenpendel. Ja, meine Lichtelfe, und die sind auch energetisiert, programmiert durch die Sternengeschwister und der geistigen Ebene der Elfen und Elbenwelten. Und ja, wir schauen mal, was uns diese Woche so bringt. Die Energien zeigen uns im Kollektiv, wow, es kommt ganz vieles hoch, weiterhin die nächsten Wochen. Der September haben wir den rückläufigen Merkur, also bitte hier auch aufpassen mit allen Abmachungen, Verträgen, auch technische Themen können ein bisschen herausfordernd sein. Das ist dann mehr die Energie zum Rückblicken oder auch liegen gebliebenes Aufarbeiten. Und ja, weiter bei sich sein, aufräumen, Clearings machen. Und ich gebe auch wieder persönliche Sitzungen per Telefon, per Zoom-Call, genau zu einem Thema oder einfach an Readingen, Kartenreading mit Energieübertragungen. Wir können ein Clearing machen oder nach den Ahnenlinien schauen. Ja, so ganz individuell. Und ja, einfach mich per E-Mail anschreiben oder auch direkt buchen über meinen Shop, kannst du dies tun. Und dann können wir einen Termin vereinbaren, wenn du ein Thema tiefer schauen möchtest oder eben wie es jetzt gerade noch die nächste Zeit ist, sehr intensiv, wo sehr viele Themen hochkommen und ja, das eine oder andere Muster oder Überzeugungsthema oder irgendwo, wo was noch tief sitzt, in den Auraschichten, in den Chakren, wo wir loslassen dürfen, wo wir klären dürfen und bereinigen dürfen, dekodieren dürfen. Ja? Und es geht heute auch alles relativ schnell, energetisch natürlich. Und ja, so viel als Einleitung und wir schauen rein zu deiner persönlichen Botschaft mit persönlicher Einschwingung oder Aktivierung. Und zusammen möchte ich jetzt gerne einfach, dass wir einen Moment uns verbinden, jeder für sich, über das vereinte Herzchakra. Atme einfach ein und aus. Lass die Energien fließen von Frieden, Licht, Glückseligkeit, ich bin. Göttliche Gegenwart. In Liebe, in Vollkommenheit, in Klarheit und Wahrheit erkenne ich meinen Weg. Atme, verbinde dich über dein Herzchakra und lass es zu einem großen, vereinten Chakra-Rad werden, wo alle Chakren sich verbinden. Atme ein und aus und die Engel und Geistführer und Spirits begleiten uns, begleiten dich. Und ich spüre heute ganz stark den gelb-goldenen Strahl. Der gelb-goldene Strahl der Fülle, der Glückseligkeit, der Vollkommenheit, der Heilung, der Gelassenheit, der Weisheit und Schönheit. Atme ein und aus und lasse diese Energie des gelb-goldenen Strahles durch dein Kronenchakra fließen, in das vereinte Herzchakra. Ich bin.
Licht von Licht, göttlich geführt, göttlich gesegnet. Atme das goldgelbe Licht ein, in alle Zellen, in dein ganzes Energiesystem, in alle Organen, Meridianen, Bereichen. Lass es sich auffüllen, dich ausdehnen im Lichtkörper. Freude, Glückseligkeit, Frieden, positive Energien fühlbar machen, spürbar. Nichts kann dich nun belangen, du bist unantastbar in diesem goldgelben Strahl. Mit den Engeln, Elohimen und Meistern, die auf diesem Strahl wirken. Angebunden im göttlichen Sein bin ich, göttliche Gegenwart in allen Bereichen meines Lebens. Vollkommen in Weisheit, in Liebe, in Wahrheit, in Gelassenheit. Ich bin göttlicher Funken, göttliche Vollkommenheit in alle Zellen, in meinem ganzen Sein. Und so ist es und so sei es. Amen. Atme tief ein und aus und dann spüre schon die Veränderung in deinem Energiekörper, wie die Freude und die Ruhe und die Glücksenergie durch dich strömt. Und dann starten wir auch in die einzelnen Botschaften hinein. Und damit wir hier ein bisschen Platz haben, nochmal zur Übersicht, einen Aura-Angel, Angel Aura Pleiadian Green. Das ist ein fast so ein bisschen, ja, nicht ganz Petrolgrün, wunderbar und sehr selten. Herzenergie auch, aber auch drittes Auge, Balance, hohe Energie. Hier haben wir einen opaken, bikoloren, seltenen Celestial Heart und Rose Pink. Der hat also rosé-pinkene Streifen und kommt jetzt hier farblich nicht ganz so gut raus. Da sieht man, also er hat richtig schöne rosa-pinkene Bänderungen und ist so zart Pfirsich-Rosé, ganz wunderbar. Und hier einen Cosmic Shaman, das ist auch dieser goldgelbe Strahl mit wirklich innen wie so kosmische Sternenstaubschleiern. Und hier fangen wir auch an, das heißt, hier geht es direkt eben um diese kosmische goldgelbe Energie und aber auch gleichzeitig bringt dieser Erdung, ja, Fülle, die Verbindung, Auffüllung, also Fülle in allen Bereichen, also energetisch, dass er auch den Lichtkörper, die Organe, also die Chakren, den Körper auffüllt mit diesem goldgelben Licht. Und hier kommt jetzt ein bisschen heller, also er ist so ein bisschen nicht ganz so hell, wie die Kamera ihn jetzt hier belichtet. Also ein richtig schönes, so ein goldbraun, so ein Shaman, Cosmic Shaman, goldbrauner und goldgelber. Und wunderbar, wie gesagt, hat er innen diese kosmischen Schlieren drin. Und wie gesagt, dieser einerseits sehr erdende Strahl und dann aber auch diese Auffüllung und energetische Ausdehnung, Auffüllung, wunderbar. Also das sind wirklich wunderbare Andaras. Und wir schauen deine Botschaft. Ich habe auch wieder ein wundervolles neues Kartendeck. Das Rosenorakel. Und hier kommt bei dir schon das Erblühen. Ja, the bloom. Wunderbar. Und du siehst hier die Person, wie sie eine riesige, sich öffnende weiße Rose auf dem Kopf, also über dem Kopf, also Kronenchakra trägt und auch das Herzchakra hier geht auf, ja,
Also hier geht es jetzt wirklich um das Erblühen. Also bei dir erblüht etwas, du bist auch aufgerufen hier. Jetzt ist die richtige Zeit, zelebriere, ernte. Auch, dass deine Kreationen sich jetzt realisieren dürfen. Ja? Also jetzt die Zeit, ganz in deine Kraft zu gehen. Das darf sich jetzt ganz öffnen und wirklich, dass du dich ganz entfalten darfst in deinem ganzen Sein, deiner Schönheit, deiner Kreativität. Also alle Dinge, die du jetzt gerade anfängst oder dabei bist, ob das jetzt für dich privat ist, beruflich, spirituell, darf jetzt ja sich erweitern, sich vergrößern, vermehren, ja, und wirklich ganz wichtig für dich, und deswegen hast du ja auch dich für diesen goldgelben Schemmenandara entschieden, dass du da auch wirklich ganz bei dir bist. Das ist ja auch der Strahl, der uns auch wirklich in die innere Mitte, ganz bei uns, klar und in die Kraft, in die Beständigkeit, in die Aufrichtigkeit bringt, zu uns selbst und zum Göttlichen. Und genau, auch die Kreativität. Also vielleicht bekommst du jetzt auch ganz viel Inspirationen, Ideen, oder hast du schon, bist du gerade dabei. Und es darf jetzt, lass es sich auch entfalten. Entfalte dich. Lass dir nicht mehr reinreden. Zelebriere dich, zelebriere deine Arbeit, deine Dinge, deine Ideen und setze sie auch um. Ja, ganz wichtig, hier geht es ja auch um Manifestation. Ja, goldgelber Strahl. Manifestation und Umsetzung, dass jetzt alles ja in die Verwirklichung bringen. Und wir schauen noch, was dazu kommt. Aha, guck mal, wir haben hier die Selbstsabotage. Das heißt, die blinden Flecken. Die Frau hält sich ja die Augen zu und dabei ist hier ja alles ganz viel. Auch diese Blüten, Blumen, auch hier mal eine weiße Rose, goldgelb, viel auch. Also bitte achte jetzt darauf, dass du rausgehst aus deinen Selbstsabotageprogrammen. Ja? Weil es heißt hier auch von den Spirits, es ist jetzt wichtig, dass du lernst, auf deinen Weg zu gehen. Ja? Deinen eigenen Weg. Und dann, wie, genau, das bestätigt nochmal auch diese Botschaft, dann kann dich nichts mehr aufhalten, denn das meiste der Zeit ist nicht, wo du verloren geht oder wo du dich aufhalten lässt, ist nicht von dir, sondern wirklich von anderen. Also wirklich hier sozusagen auch übernommene, genau, hier geht es genau um übernommene Muster, Beeinflussungen, ja, ob das jetzt aktuell ist oder schon länger zurückliegend, Freunde, Familie, Partner oder eben wo du dir selber irgendwelche ja, Programme gesetzt hast, wo du dann, wo dein innerer Kritiker zum Beispiel dann immer das sagt, nein, das kann ja nicht gehen, nein, 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 da bist du wieder nicht, da hast, du weißt noch nicht genug oder nee, das kann ich noch nicht genug oder oh, was könnte dann, dann kann das wieder so schief gehen oder dann erlebe ich dies oder das. Also das ist nicht wirklich dein wahres Sein und deswegen heißt es jetzt, gehe, bereinige dich, kläre dich jetzt von diesen Selbstsabotageprogrammen und gehe deine Ziele an, ja, und auch achte auch auf dich, ja, auf deine innere Stimme, und dass du dich davon nicht aufhalten lässt, von irgendwie irgendwelchen Gedanken oder auch Worten, die du dann vielleicht hörst, ja, die dich da immer wieder abhalten von deinen Zielen, ja, und genau, oder wo, oh Gott, nee, das ist ja viel zu gefährlich, oder nee, da könnte ich nicht genug verdienen, und, ja, all diese Themen, ja, und da ziehen wir jetzt noch eine kleine Avalon-Botschaft dazu, und dann aktiviere ich dich mal kurz hier, oder bereinigen wir, gucken mal hier, ich ziehe jetzt mal diese Botschaft, aha, schau mal, guck mal, wow, guck mal, hier ist auch, guck mal, ist das nicht schön, auch hier ist es so goldbraun und es ist hier, ja, könnte Lady Avalon sein, ich sehe eher hier wie so eine Königin, ja, sie trägt die Krone, also deine, hier auch wieder die innere
weibliche Kraft, gehe in deine, es ist ja gekrönt, auch hier mal wieder das Thema mit dem Kronenchakra, ja, also gehe in deine Authentizität, gehe in deine Kraft, genau, lass dich auch wirklich ein auf dein Lebenspotenzial, suche und finde, ja, wisse und entdecke, heißt es hier, und sei auch, lass dich da auch verzaubern, ja, also nimm diese Magie, diese Bezauberung, diese Magie auch in deinem Leben wieder wahr, ja, ganz, ganz wichtig, ja, also lass dein Leben, dein Lebenspotenzial, da deine Lebenswege jetzt wirklich auch von dieser Magie, ja, durchströmen, also wo man merkt, genau, wenn ich in meiner Kraft bin und wenn ich, wir finden alle Antworten oder alle Lösungen, die wir brauchen, wenn wir wirklich ganz in unserer Kraft sind, hier die Königin zu sein, ja, hier, lass es erblühen, vertraue dir selbst, ja, vertraue, sei standhaft, löse dich von verneinenden Mustern, Gedanken, die nicht von dir kommen, die irgendwo auf dich geprägt wurden oder die du übernommen hast, die in deinem Feld rumschwirren, weil wenn du dir selber gewiss bist und Selbstvertrauen hast, dann weißt du, dass alles in der richtigen Zeit, im richtigen Moment dir auch verfügbar wird, ja? Und genau darum geht es. Und das ist dann die Magie, die Synchronizitäten, die Magie, wenn wir spüren, ja, wow, wenn ich meiner inneren Stimme folge, meinem Herzen folge und wenn ich mich geklärt habe und merke, wow, genauso diese anderen Energien oder Gedanken gehen, fallen dann von mir ab und dann merke ich, kommt eine Windbrise oder irgendwas, wo ich so merke, ja, jetzt ist die Magie da, ja, und jetzt ist, genau, bin ich wieder auf dem richtigen Wege, ja, also löse dich von diesen Mustern und das machen wir jetzt hier mal so in kleinem Kurz-Mini-Aktivierung, atme einfach tief ein und aus und wunderschön, wie dieser Golden Shaman hier zu dieser Farbenergie ist, genau die Farbe, wie diese Prinzessin oder Königin hier trägt, dieses Goldbraune. Genau, auch diese Würde, diese Vertrauen, dieses Vertrauen in sich, ja, ich kläre mich jetzt, ich lasse los alles, was nicht zu mir gehört, ich vertraue mir, meinem Innersten, ich rufe alle inneren und äußeren Helfer aus allen Ebenen zu mir, ich lasse alle übernommenen Programme, Selbstsabotage, Musterprogramme, Gedanken, Gefühle, jetzt los. Ich weiß, was zu tun ist. Ich vertraue mir, meinem Lebensweg, meinem Potenzial. Ich lasse die Magie fließen. Ich öffne den Raum. Ich erwache, ich erblühe. Ich gehe meinen eigenen Weg. Auf meine Art und Weise. In Liebe, Dankbarkeit, in Selbstakzeptanz. Es ist jetzt der richtige Moment, jetzt der richtige Weg. Spür, wie es leichter wird und vielleicht nimmst du jetzt sogar auch kleine Naturwesen, Elfenwesen, ja, all diese Geisthelfer, Helferinnen aus den Zwischenreichen wahr und sie sind oft verbunden auch mit den Plejaden und anderen Sternensystemen, denn auch da haben wir ganz viele Lichtwesen, die wir hier als Elben, Elfen kennen, ja? Lass dich hier ein auf die Magie, verzaubere dein Leben. Nimm deinen inneren Zauber wahr, den Zauber des Neubeginnes, des Weitergehens, des Manifestierens, des Wünschens. Atme. Spüre dich selbst ganz und gar. Ich gehe meinen Weg frei von allen Fremdeinflüssen, von allen
blockierenden Programmen und Mustern. Atme tief ein und aus. Wunderbar, Marame. Sei gesegnet. Ich danke dir für dein Dabeisein. Lass es wirken, ja? Lass es wirken und trink auch ein Glas Wasser dazu. Wir sind ja noch ein bisschen in der Neumondenergie. Das war ja gestern. Dann kann das noch viel, viel stärker hier, seinen Zauber, seine Magie für dich entfalten. Ich lasse es hier noch wirken an der Seite. Sei gesegnet, ich danke dir. Und dann gehen wir schon weiter zur nächsten Botschaft hier, diesen wundervollen Monoatomen. Ja, bikoloren, gebänderten Pink Rose und Pfirsich Andara. Und das ist eine ganz feine, hohe Energie, eine Herzensenergie, die Weisheit des Herzens. Hier ist so die Kumara, Sanat Kumara, Lady Venus, Jamuel, ja, all diese Lichtwesen verbunden. Also es geht natürlich ganz klar um Liebesthema, Selbstliebe, göttliche Liebe, bedingungslose Liebe, Liebe zu allem, was ist, Schönheit, Sanftmut, Mitgefühl. Ja, wir schauen mal rein, was hier deine Botschaft ist. Oh ja, und hier kommt ja der Dorn. Ah, bei dir geht es um Protection. Schau mal, wir haben hier die Priesterin oder Göttin. Sieht so ein bisschen aus wie die Isis, könnte sein. Die weiße Rose und hier ein Dornengeflecht. Ja, also es geht bei dir jetzt ganz viel um Schutz. Ja, und Grenzen, gute, gesunde Grenzen, klare Kommunikation, ja, wunderbar. Irgendwie brauchst du, da kommt die Energie, dieses eben Weisheit des Herzens, Andara, das heißt, dass auch dein Herz, deine Herzchakra, deine Herzthemen geschützt sind, also achte auch auf dich, achte auf gesunde Grenzen. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Situation gehabt oder bist gerade drin, wo es darum geht, wo du immer merkst, oh, da kommen wieder so Musterthemen, die dich triggern, die ja uns verletzen, in Anführungsstriche, verletzt sein kann immer nur das Ego, in dem Sinne, ja, weil wenn wir wirklich in uns selbst ruhen, in der göttlichen Kraft, dann kann nichts und niemand uns verletzen, weil wir alles annehmen, wie es ist und weil wir dann ganz klar auch kommunizieren können. Und das ist das Thema, klare Kommunikation. In dem Moment, wo wir nicht klar kommunizieren, aus Rücksichtnahme, aus, weil wir uns nicht ganz wagen, zu uns zu stehen, weil wir wieder denken, oh nein, das könnte den anderen irgendwie verletzen. Das ist nicht richtig. Es ist wichtig, dass wir klar aussprechen, wie wir uns fühlen. Das kommt ja mal drauf an, wie wir sprechen. Wir müssen ja nicht jetzt hier so Knall auf Fall alles gerade so rausposaunen. Es kommt darauf an, wenn ich in der Herzenergie bin, dass ich achtsam und achtsam kommuniziere. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich klar kommuniziere. In dem Moment, wo ich das nicht tue, wo ich was runterschlucke und denke, naja, das sage ich jetzt lieber nichts oder ich wandle es ein bisschen ab, ja, oder eben ich deckel mich ja dann in dem Moment wieder. Was passiert dann? Dann stehe ich nicht zu mir selber. Ich bin nicht wirklich in meiner Herzenswahrheit. Aus gut gemeintem für den anderen tue ich das wieder und dann kommt das wie ein Bumerang zurück. Und dann passiert genau das, dass wir die anziehen, dass es uns genau da triggert, weil das dann die Aufforderung ist, geh in deine Wahrheit, geh in deine Klarheit. Und deswegen, eigentlich müsste man jetzt mal sagen, oh danke, danke, dass mir der Mensch oder die Situation geschickt wurde, ich habe es jetzt mal wieder erkannt. Letztendlich ist es immer nur wieder eine Projektion oder eben, ich sag mal, ein Bumerang, wenn wir nicht wirklich in unserer Herzenswahrheit sind und das auch, also nach außen, innen und außen, ja, und Dinge dann nicht aus Ängstlichkeit oder, wie gesagt, aus vermeintlichem, ich will ja lieber Frieden, ich will jetzt keinen Unfrieden stiften und so weiter, es nicht sagen, ja, weil dann geht es in uns und letztendlich diese Energie zieht genau dann das an, wo es Wumms macht und dann kriegen wir es nämlich, treffen wir irgendeinen Mensch, der genau da rein sticht, ja, durch
Worte oder Begebenheiten. Also, deswegen ist wichtig, der Schutz kommt immer dann automatisch, wenn ich wirklich ganz bei mir bin, in meiner Kraft, in meiner Herzenergie und aber ganz klar kommunizieren kann. Und dadurch setze ich ja schon auch dann in dem Sinn klare Grenzen. Denn wenn ich sage, was los ist oder wie ich etwas dann empfinde oder wenn irgendjemand etwas tut oder sagt und ich sage dann, wow, das nehme ich aber jetzt nicht so wahr oder für mich ist es das und das oder das, was du jetzt gesagt hast, ehrlich, das hat mich jetzt verletzt und das möchte ich jetzt so nicht, ja, und dann auch mal nein sagen und sagen, nee, da stehe ich jetzt nicht zur Verfügung oder eben, genau, wenn man dann immer nur hier der Helfer ist und gut will und dies tut und das tut und dann kommen ja auch die Energievampire, auch das ist es, ja, und zieh die Energie weg. Also wichtig, spreche klar, bleibe bei dir klar und bleibe auch bei dir. Deine Liebe darfst du verströmen und du darfst angebunden sein in dieser höheren Liebesenergie auf jeden Fall. Das ist ja das Ziel. Nur ist es wichtig, dass wir auch ein klares Unterscheidungsvermögen haben und auch ganz klar sagen dürfen, nee, stopp, hier, nein, hier, das möchte ich jetzt nicht, das fühlt sich für mich nicht gut an oder ich muss jetzt da im Moment ein bisschen auf mich achten, das mache ich jetzt nicht, dass ich das auch klar sage und ausdrücke. Und genau darum geht es jetzt bei dir, ja, und deswegen auch hier dieser hohe Herzandara. Genau, guck mal, und zu dir kommt auch die Karte noch, die Geistbotschaft, Breeze, der Atem, also ganz wichtig, atme, ne? Eben, oft halten wir dann tatsächlich den Atem an, atmen flach, atmen nicht richtig, ganz wichtig, atme, geh in deine Herzenergie, atme, du darfst sein, der Atem ist der Lebensatem, der Atem ist das, wo ich sage, ja, wow, ich nehme an und ich lasse los, ja, ich nehme das Leben voll an, ich nehme mich voll an, ja, ich muss nicht so mich verhalten und ja, so flach atmen. Das heißt auch immer, ich vertraue nicht, ja. Ich vertraue nicht, ich vertraue mir nicht, ich vertraue der Welt nicht, ich vertraue in das Leben nicht richtig, ja. Und dann sind wir unterversorgt mit Sauerstoff, auch energetisch. Immer wieder zwischendrin atme bewusst. Atme richtig tief in den Bauch ein, lass die Luft nach oben strömen und dann breite die Arme aus. Umarme die Welt, umarme dich, ich bin eins mit allem Sein, eins mit dem Atem Gottes. Ich atme ein, ich atme die Liebe Gottes ein und ich atme Frieden aus oder Klarheit aus. Da kannst du dann Worte, Sätze nehmen, die dir entsprechen. Also ganz wichtig, atme, atme. Atme auch dann diese Blockierungen aus und dann richtet man sich auch auf. Ja, dann kriegt man eine andere Körperhaltung, eine andere Körperenergie und in dem Moment kommt auch die Klarheit. Und dann kriegen wir wieder klare Gedanken, klare Emotionen und dann können wir auch klar sprechen. Man sagt nicht umsonst, erstmal tief Luft holen und dann agieren. Ja, genau das ist es. Also achte da mal bitte in nächster Zeit drauf, weil das ist ganz ein wichtiges Thema. Und dann schauen wir, was noch für eine Botschaft hier kommt. Ui, guck mal, genau. Da sehen wir eine Frau, so angeschmiegt irgendwo, da in so einer Barke, sie hält eine Schriftrolle. Das heißt, genau, komm zur Ruhe erstmal. Also auch hier geht es darum, komm zur Ruhe, lass die Dinge erstmal alles sich beruhigen. Vielleicht geht es auch um eine Nachricht, die da kam. Also eben, wir haben ja hier dieses Thema, ja, irgendwo ein Triggerpunkt. Genau, es ist in der Stille, wo wir die Antworten finden zu unseren Fragen. Es ist der Atem, wo wir uns verbinden mit der Seele. Und wo wir uns verankern in der Seele. Auch hier kommt wieder, das ist Breeze, ja, genau, also, durchatmen, komm zur Ruhe, finde einen Moment Stille für dich, ja, geh an einen Kraftort oder in deine Räumlichkeit, wo du für dich bist, komm zur Ruhe erstmal, ja, genau, einfach, ja, mach eine Pause, atme, verbinde dich wirklich wieder, komm in deine Herzenswahrheit, lass die Konflikte und
Verletzungen, was auch immer da jetzt gerade geschehen ist oder geschieht, ruhen, komm zu dir selbst und erkenne, wo du nicht wirklich für dich eingestanden bist. In Liebe, aber in Klarheit und Wahrheit. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und dann bereinigt sich das alles schon wieder. Okay, atme tief ein und aus. Ich lasse alles los, ich atme tief. Ich danke allen Beteiligten in dieser Situation, Begebenheit. Ich erkenne, dass ich ein Teil des Göttlichen bin. Göttliche Liebe durchströmt mich. Ich atme göttliche Liebe ein und Frieden aus. Ich bin eins mit allen Dingen. Ich achte auf mich. Ich achte auf meine innere Wahrheit. Ich achte auf mein Herz. Ich nehme mich an, ich liebe mich selbst, so wie ich andere liebe. Alles darf sich jetzt klären. Ich erkenne, ich atme, ich bin Liebe. Die Wahrheit macht mich frei. Die Klarheit beschützt mich. Ich bin geborgen in Gottes Atem, in Gottes Liebe, immer und jederzeit. Amen. Atme tief und spüre, wie es immer freier wird und eben wie sich dann deine innere Rose wieder ganz entfalten kann und doch dadurch geschützt ist. Wunderbar. Mach diese Übung gerne auch für dich und du wirst sehen, du wirst die richtigen Worte finden, die Situation wird sich lösen, beziehungsweise ganz wichtig ist auch dann, dass man auch rausgeht natürlich und eben klar sagt, stopp, nein, da mache ich nicht mit oder nein, das möchte ich nicht mehr oder sich natürlich auch klar dann von Menschen auch wirklich distanziert, wo man merkt, nee, das tut mir nicht gut, ja, ich danke dir. Trink auch hier ein Glas Wasser, arbeite gerne noch da damit und auch deines lasse ich hier wirken, noch für dich und ja, danke für dein Dabeisein, Marame, sei gesegnet. Und wir kommen zur letzten Botschaft, wow, mein Favorit hier. Dieses seltene Angel Aura Pleiadian Green Andara. Und das ist ein wunderschönes Grün. Es ist ein magisches, ja, kein, schon so Smaragd, aber fast schon ein bisschen so in so ein Petrol-Smaragd, würde ich sagen, gehend. Und man sieht es jetzt hier in der Kamera nicht. Der hat so diesen milchigen Angel Aura Schimmer. Also Angel Aura Schimmer ist innen drin, nie außen drauf, sondern es ist im Andara selbst. Und er kann milchig sein, dass er einfach wie so ein milchiger Schleier, das macht so eine weiche, himmlische, göttliche Energie. Oder er kann dieses goldene Schimmern haben. Ja? In dem Fall ist es dieses milchige Angel-Aura-Schimmer, was er trägt. Und das macht die Energie auch von diesem Grün, diesem Pleiadian Green, auch etwas noch sanfter. Ja, also es ist wie wenn die Engel so ihre Flügel darüber legen und durchziehen, so einen himmlischen Schleier im positiven Sinne und der wirkt natürlich ganz viel hier auch für die innere Ruhe, Balance, drittes Auge, Klarheit, Stabilisierung, Ruhe, auch Herzenergie. Ja, wir schauen mal, was da deine Botschaft ist. Und hier kommt The Great Mother, die große Mutter, ja, also dass jetzt Mutter Maria oder noch übergeordneter Anna, die Mutter von Maria ist oder einfach die göttliche kosmische Mutter, gebe dich hin, lasse los, gebe dich hin den Mysterien, the mystery und falle into her arms, also lass dich fallen, du bist gesegnet und ja, geschützt, geborgen in der Liebe der göttlichen Mutter, in dieser
ja, weiblich-göttlichen Energie. Also dir kann eigentlich da gar nichts passieren. Ich sage ja schon, diese Angel-Aura, also genau auch die Engelslichter und ja, der grüne Strahl ist natürlich eben ja auch viel mit diesem Heilstrahl und alles, was damit verbunden ist, ja, hängt das zusammen, wirkt dieses dadurch. Und wir schauen mal genau, was da noch Näheres kommt. Genau, give back. Schau mal, es geht jetzt auch darum, wirklich in diese bedingungslose Liebe zu gehen, zu geben, dich hinzugeben. Ganz viel dieses gebe dich hin, surrender. Ja, wirklich sich hingeben. Nicht mehr kontrollieren oder bestimmen wollen. Ja, wie auch immer, Recht haben wollen. Wirklich gebe dich in die Arme der göttlichen Mutter. Du bist gehalten, geborgen, genährt. Und es geht jetzt ganz wichtig für dich, dass du deine Alltagsroutine jetzt einmal durchbrichst oder halt stoppst. Ja, also nicht so in dem Automatismus drin bist, sondern wirklich jetzt mal eine Zeit lang oder zumindest mal einen Tag lang deine wichtigste Aufgabe dazu machst, zu dienen. Zu dienen klingt ja immer so, ja, für manche unangenehm. Aber dienen heißt hier im göttlichen Sinne, sei eine Dienerin Gottes, sei eine Dienerin der Mutter Gottes. Und das heißt, alles mit Liebe zu betrachten, zu geben, wenn jemand etwas benötigt. Vielleicht einfach mal einen Tag lang zu sagen, so heute bin ich Dienerin der Mutter Gottes. Und schau mal, was dann passiert. Und gebe dich dann einfach mal bedingungslos hin. Schaue, was passiert. Schaue mit den Augen der Liebe. Schaue mit Augen urteilsfrei. Ohne jetzt durch den Kopf zu ziehen, Verstand oder ob das jetzt so ist oder so oder aber oder wenn, sondern einfach nur jetzt mal dienen und geben. Im positiven Sinne, ja, ohne zu erwarten, ah, wenn ich das jetzt mache, was kommt jetzt, was passiert dann oder nimmt mir dann zu viel oder kriege ich eine schlechte Energie oder was uns so manchmal durch den Kopf schießt, wo wir dann doch nicht, auch uns selbst, es geht ja hier nicht unbedingt, ich muss jetzt jemanden Almosen geben oder unbedingt jetzt, was weiß ich, was tun, sondern uns selbst geben. Uns selbst geben. Das heißt, unsere Liebe, das Licht, ein Lächeln, ein freundliches Wort, einfach diese Hilfsbereitschaft zu signalisieren. Ja, und wenn ich nur einfach dann ganz offenen Auges, offenen Herzens, ohne irgendwas dafür zu wollen, wirklich ganz kopffrei durch den Tag gehen, einfach immer wieder, bitte Mutter Gottes, heute bin ich deine Dienerin. Und mit Sicherheit wirst du, und wenn es noch so klein ist, eine Situation finden, wo du irgendwas tun kannst, ohne großen Aufwandes. Ja? Vielleicht braucht gerade ein Tier kurz deine Hilfe oder du stellst eine Schale Wasser für die Vögel draußen auf oder was auch immer, ja, irgendwas wird dir begegnen oder ja, vielleicht spendest du jemanden etwas, ja, oder was auch immer, aber mach das mal, zelebriere das bitte mal, weil das ist jetzt ein ganz wichtiger, das macht was mit dir, ja, und das ist jetzt einfach ganz wichtige Energie, weil so erreichen wir den Spirit, das Herz von anderen. Und das ist es, was jetzt für dich angesagt ist. Es ist irgendwie wie so, ja, irgendetwas geschieht dadurch, wenn du das tust. Und wenn du das, wie gesagt, nur mal ganz bewusst einen Tag lang tust. Weil dann sind wir ohne jegliche Überlegungen, Urteile, Vorurteile oder Abwägungen, ja, sondern wir tun es einfach. Wir tun es einfach. Bitten, einfach zu schauen, mit offenen Augen und offenem Herzen zu gucken und wirklich als diese Liebe, Hilfsbereitschaft und dieses Geben zu tun, ohne irgendwas. Ja? Und das ist es, was es jetzt momentan gerade von dir fordert und was es braucht. Ja, und damit, wie gesagt, da erreichen wir die Herzen, dann verbinden wir uns auf einer ganz anderen Ebene,
Ebene mit jemandem, mit dem Menschen, ja, mit dem Spirit, egal, ob jemand ganz arm ist oder ganz reich ist oder sonst was ist, ja, sondern wir sind völlig neutral, weil wir sind in dem Moment wirklich die Dienerin der Muttergöttin und wir sehen den anderen einfach als Seele, ja, und tun einfach unser Bestes in dem Moment und bieten uns selbst an, dem Leben, allem Leben. Wow, das ist eine ganz, ganz wunderbare Botschaft und ja, tu es einfach mal, wie gesagt, und wenn es mal nur wirklich so ein Tag ist und du wirst sehen, wie sich dir die Augen öffnen, also irgendetwas kommt dadurch auch in dein Bewusstsein, irgendwas passiert dann, wenn du das tust, ja, notier dir das dann ruhig vielleicht am Ende des Tages, was denn so kam für Begebenheiten oder wo du einen Impuls gespürt hast, da werde ich jetzt hingerufen oder hingezogen, wie gesagt, vielleicht ist es irgendwo jemand, ein Mensch, ein Tier oder ich weiß nicht was, wo in dem Moment irgendwas von dir braucht, sei es ein nettes Wort, ein Gespräch, ein Trost oder eben irgendwas, wo ich spenden kann, geben kann. Was auch immer, du wirst es sehen, du wirst da geführt und das macht was. Du wirst, dadurch öffnet sich was, da wirst du dann den Spirit und vielleicht in ein Gespräch kommen oder etwas spüren, es wird hier etwas passieren auf einer höheren Ebene. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung für dich jetzt. Und wir schauen, ja, es geht jetzt hier, schau mal, oh, guck mal, hier haben wir auch eine Priesterin. Und guck mal, im Hintergrund auch der Hund. Sie steht hier vor dem Kessel und braut hier etwas, also macht hier auch so eine Zeremonie. Da haben wir auch den Hund, also eben es geht. Und der Hund steht ja auch für das Dienen, das Selbstlose, die Treue. Ja, genau, das passt wieder so. Es geht hier darum, dass dadurch deine Intuition wieder erweckt wird. Erlaube deinen Emotionen in allen Wellen und Zirkeln zu fließen. Ja? Also wie die Ebbe und die Flut im Kreislauf, genau, im Kreislauf der Natur. Ja? Also es geht ganz, also etwas. Wenn du das tust, dann wird dadurch ganz stark deine Intuition und auch deine Gefühle, also etwas hier, wo sich vielleicht dadurch löst, ja, eine emotionale Blockade oder noch irgendwo eine alte Verletzung. Also es ist irgendwas, das ist jetzt das Ritual, was du tun darfst und das wird dich innerlich von einem ganz bestimmten Thema befreien und in die Klarheit bringen und dich eben mehr wieder in deine Intuition, in die Liebe, in das Miteinander bringen, ja, auf einer anderen Ebene. Wunderbar, also das ist etwas ganz Magisches. Lass dich mal bitte darauf ein und atme hinein. Ich gebe zurück. Ich bin eins mit der göttlichen Mutter. Ich bin eins mit der göttlichen Liebe. Und ich gebe jetzt bedingungslos, ich gebe mich hin der Liebe, der Gnade, des Mitgefühls. Ich stelle mich zur Verfügung als Dienerin der Mutter Gottes. Klar und stark. Und hier geht es auch nicht um, ich bin besser, höher, du bist unter mir. Ja, genau das ist es. Ohne all das, sondern einfach nur, ich bin Seele, du bist eine Seele, wir sind alle in Gottes Hand, in Gottes Liebe und ich stelle mich in den Dienst der Mutter Gottes und gebe mich dem auch hin, mit Hingabe. Bedingungslos lasse ich diese Liebe und Hilfe fließen. In welcher Form auch immer, ich werde es wissen. Göttliche Mutter, führe mich. Ich bin eins mit dir, mit deinem Herzen. Ich bin eins mit deiner unendlichen Liebe. Und ich gebe diese Liebe nun
frei und handle bedingungslos und liebevoll. Ich öffne mein drittes Auge, mein Herz, meine Intuition. Ich bin. Atme. Spüre, fühle. Wunderbar. Es ist eine richtige Magie, die jetzt hier stattfindet. Atme. Lass diesen grünen Strahl in dich fließen, in dein Herz und hinaus. Wow. Ich bin geborgen in deinen Armen, Mutter Gottes. So ist es. Amen. Wow. Wunderbar und ganz magisch. Ich danke dir für dein Dabeisein und Marame, sei auch du gesegnet. Ich bin ja wirklich gespannt, was da für dich dann auch geschieht. In diesem Sinne, habt eine wundervolle Woche, einen guten Septemberstart und ich sage Tschüss und bis bald.